bei den Flying Bulls, gefolgt dann von 2205 mit Mirko Fleim und Rainer Wicke am Steuer. Dahinter dann Max Weiermeier mit der EC135. Ich meine, ich füge da ganz gern hinzu, es gibt viele EC135 und es gibt die EC135 von den Flying Bulls. Die hat einfach eine so super tolle Lackierung, taugt mir immer wieder. So, das ist Rainer Wilke, meine Damen und Herren, der wird uns dann noch sein grandioses Solo-Display zeigen. Da freue ich mich schon besonders darauf. 6 Minuten 30 turnt er mit diesem Teil durch die Lüfte. Es ist einfach unfassbar. So, jetzt kommt Siegfried Blacky Schwarz mit der Cobra herein. Jetzt geht es so ein bisschen Nase an Nase. Aneinander vorbei. Sie haben jetzt ungefähr 350 Fuß über Grund. Also gelungen. Und sie wurde dann in den USA schon zu Airshows eingesetzt. Und wie Sie da jetzt an diesen beeindruckenden Bildern sehen, ist das natürlich ein besonderes Teil. Was bläst da jetzt nach unten? Ist das jetzt der neue Auftrieb? Nein, ist es nicht, meine Damen und Herren. Das sind Jet-Turbinen aus der Modellbaubranche. Und Blacky hat selber entdeckt, das funktioniert da am besten, Rauch dann rauszublasen, weil durch diesen mächtigen Rotor hat alles andere nicht besondere Wirkung gezeigt. Und jetzt hat er diese zwei Mini-Jet-Turbinen dranbauen lassen von den Technikern der Flying Bulls. Das sind ja auch Füchse und das funktioniert super klasse. Blacky hat ja gerade die Testpilotenlizenz erworben. Das ist sozusagen der große Ritterschlag für die Piloten. Und das ist für ihn deshalb wesentlich, weil ja das nächste Sternmotor, diese Mischung Sternmotor mit Helikopter, er sagt, das sind 1000 Harley-Davidson, was da eingebaut sind. Nosedive, wunderschön durchgezogen mit diesem mächtigen Rotor. Der Hauptrotor hat einen Durchmesser von 14,6 Meter. Hat nur eine einzige Turbine, aber immerhin 1800 PS. Und wenn Sie dann schauen, wenn er dann reinlandet, der Blacky, dann werden Sie etwas verwundert sein, weil am Co-Pilotensitz, das ist vorne, da sitzt wirklich wer drinnen. Das ist zwar verboten, ich suche gerade den Pilatus. Ist sie da? Da kommt sie schon. Also sie kommt da jetzt von Westen rein, die Pilatus. Und die Exit-Time hat noch ein wenig. Das heißt, meine Damen und Herren, einmal sei es noch erwähnt, weil sich immer wieder Kinder melden, ihre Eltern suchen und umgekehrt. Unser Lost-and-Found-Schalter ist direkt neben dem Tower. Unser Lost-and-Found-Schalter ist direkt neben dem Tower. Das Einzige, was dort nicht jetzt gesucht wird, sind die neuen Jumper inklusive Wingsuit-Flyer.